Willkommen zurück bei 7 Days. Wir sind hier am Hordebunker. Ich habe schon ein bisschen vorsortiert und habe hier mal die ganze Munition reingeworfen. Also ein bisschen was haben wir. Mehr High Power brauchen wir. So. Hier habe ich auch noch was. Schrot ist verdammt knapp. Na gut. So, wichtig wird jetzt, die können wir verteilen. Eine Eisenstachelfalle haben wir und 11 davon. Wir werden eine Menge Fallen bauen müssen. Okay. Ah, wir haben hier noch 79 Eisen. Die nehme ich gleich mal. Eisenstachelfalle. Zack. So. Die Zange nehmen wir mal mit. Und mal gucken, wie es aussieht. Ach ja, wir haben ja die Dinger angebracht, aber noch nicht. Okay. Das heißt, wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen seiner einer. Und wahrscheinlich den. So, wo haben wir denn Strom? Hier geht Strom runter. Hier geht Strom rüber. Warte mal, erstmal bauen wir den mal auf. Komm mal her. So. Und jetzt müssen wir den Strom. Warte mal, hier drüben macht das auch gleich. Oh. Oh. Der ist aktiv. Gut. So. So. Und jetzt müssen wir irgendwie den Strom von da nach hier bringen. So. Da geht Strom hoch. Ich würde ihn gerne auf der Seite verteilen. Besser ist, ich schalte das mal alles ab, damit ich mich hier nicht noch grille. Oh, hat geklappt. Mal sehen, wie weit ich komme. Nee, reicht nicht. Aua, aua. Wie weit darf ich? Bis hier. Okay, So. Hast du das Seil noch? Nein. Oh, ich schalte mal ab, das wird mir ein bisschen zu heikel hier. Da liegt doch eine Mine. So. Okay. Holz. 6 Eisenstachelfallen haben wir schon. Okay. Ein! Zu weit.
Oh, wobei, geht doch eigentlich. Ich komme doch daran. Zange. Klick. Mist. Ich komme da nicht dran. Aua. Ja. Geh sterben. Danke. Was? So. Mal sehen, ob der bis rüber reicht. Ansonsten brauchen wir noch so einen Stecker hier. Mist. Reicht. Gib mir doch mal bitte. Ha, ha, ha. So, gut. Wollen wir die da hinten lang laufen lassen? Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt stehen die Dinger hier. So, mal gucken, ob das funktioniert. Warte mal. Da. Wichtig ist, dass wir hier Eisen haben, weil sie ja hier beim letzten Mal durchgebrochen sind. Und vor... Ah, guck mal hier. Rat mal, wo sie durchgebrochen sind. Hier wollte ich verstärken. Gut. Hui. Watt. 150 Watt. Was ist jetzt das Richtige? 150 Watt macht er. 113 brauche ich. Okay. Noch einen Motor bei. Warte mal, muss ich mal gucken. Zur Not nehmen wir nämlich noch einen weiteren Motor. Nö, habe ich keinen bei. Na gut. Dann brauche ich... Oh, wir haben nur noch 5 Blöcke. Na gut. Ach, hier ist noch eine Klappe. So. Oh, falsch rum. Mist. Na gut. Macht nichts. Ho, ho, ho. So, dann muss ich nämlich gucken, dass hier alles wieder halbwegs. So. Ah, genau.
So, ich habe schon wieder 5 Eisen. Ja. Ich verstärke von innen. Hier, warte mal. Ah, ja, ja, richtig. Hier kann ich mit Abstand. Was stört denn hier? So. Hier kommt wieder Holz hin. Genau. Da verstärke ich noch. Hier mal die paar Holz. So, die Ecke wird verstärkt. Okay. Da ist noch eine Mine. So. Du mal bitte. Genau. Was eigentlich unsinnig ist, da ich die ja nicht bei Bedarf einklappen kann. Was ist dein Job hier? Danke. Pass mal auf. Dich stelle ich da drüben auf. Hierher. Wo warst du da? So. Dann kannst du nämlich von hier ist natürlich klar. Nach hier. So, dann müsste hier nämlich... Ja, schön auf Kopfhöhe. Hier werden sie gegrillt. Okay. So, hier fehlt einer. Der hier ist okay. Aber der hier ist witzlos. Ha. Mache ich ihn das? Ich müsste den da hinstellen. Oder in der Höhe. Warum kann ich ihn hier so hinstellen und hier nicht? Doch, kann ich. Nein. Der soll so stehen. Das wäre genau die richtige Höhe. Mist. Ah! Ja, hier ist er zu nah. Da habe ich Angst, dass er umgekloppt wird.
So. Hier kriegt er aber. Warte mal. Ihr seid zu früh. Morgen erst. Wir haben geschlossen. So, Mist. Ich probiere es mal da. Hoffentlich macht er sich nicht selber kaputt. Mist! Jetzt reicht's mir. Ah, da kommt da. Moment bitte. So. Guten Tag. Darf ich Ihnen meine neuen Stufe 5 Speer vorstellen? Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr mir helft, das Ding auszuprobieren. Da kommen wir auch nochmal. Sehr gut. Bitte nochmal rankommen. Das Ding ist wirklich umwerfend, wa? Findet ihr nicht auch? Ah. Na komm, du auch nochmal, ja? Oh. So. Gute Nacht. Was hat er wieder mitgebracht? Ein Buch. Fertigung von Speere. Danke. Oh, noch eins. Ein alter Hut. Paar Lappen. Messing. Oh, und Schrot. Danke. So. Wo ist meine Zange? Oh, ernsthaft? Jetzt reicht's mir. So. Du kommst jetzt. Mist. Muss ich die wirklich hier kaputt machen? Da bringt er mir nichts. Ach, das ist doch schon wieder. Das ist doch schon wieder. Wen muss ich jetzt hier kaputt machen? Den hier. Jetzt hole ich mal Strom von, Moment, Zange, ja, von hier nach hier und von hier nach hier. So. Das heißt, sie werden hier gegrillt. Sie werden hier gegrillt.
Und wenn sie durchkommen, werden sie hier gegrillt. Und hier noch einmal. So. Da gibt es eine Mine. Muss ich hier nochmal durch? So. Falls sie wirklich hier hinten langlaufen wollen. Kriegen sie hier auch noch einen Topf. So, wir haben gesagt Hunger. Wo ist mein Anti-Hunger? Ich habe nichts zu essen bei. Sitzen hier wieder welche in der Ecke? Ah ja, jetzt bist du wieder durstig. Oh, und es wird schon dunkel. Ach, 18 Uhr. Was haben wir denn zu essen bei? Honig. Ich habe nichts zu essen bei. Das wollen wir verkaufen. Den nehmen wir mit nach Hause. Den nehmen wir mit nach Hause. Ach so, das sind Pfeile. Oh! Danke. Halt und Papier. Wir können noch was. Aha! Guck mal. Da schmeißen wir uns hier so ein Süppchen rein. So. Und schon geht's uns wieder gut. Okay. Ich glaube, ich werde noch mal nach Hause fahren und Patronen anschmeißen. Wir brauchen vor allem High-Power-Munition. Da haben wir nur 500 Schuss. Hier haben wir 300, 450 plus ein bisschen Kleinkram. Und zur Not haben wir noch 600 Magnum. Okay. Verkaufen wollten wir die beiden Sachen. Leer. Moment mal. Nee, heute ist Tag 62. Die Party steigt an Tag 63. Wollte schon sagen. Hab schon gekriegt, aber es sind ja alle 7 Tage. Und bis zur 70 minus 7 ergibt 63. Ha. Und das ohne Taschenrechner. So. Du dich jetzt mal wieder von meiner coolen Waffe beeindrucken? Well, if you got money, I guess I can stand you. You break any of my shit, so. You're paying double. Danke. Hast du noch irgendwas, was mir helfen könnte? Ein Schalter? Nee. Stolperdrahtpfosten. Bewegungssensor. Batteriebank. Solarpanel. Um Batterien aufzuladen oder was? Kann mit geschmiedeten Eisen, mechanischen Teilen oder Kunststoffabfall repariert werden. Batteriebank. Okay. Stolperdrahtpfosten. Verbindet zwei, um elektrische Ereignisse auszulösen.
Okay. Wenn aktiviert, elektrische Schalter kann... Ach, auslösen. Will ich ja nicht. Ah, gut. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. So. Ich werde mal nach Munition gucken. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal Schrott loswerden. Zum Beispiel Blei. Hier. Messing? Wie hat er Messing gehabt? Da. So. Genau. So, hier kann sich der Stoff fetzen. Und jetzt holen wir mal bitte die Hülsen raus. Danke. Und machen gleich neue. Muni. Da. Wollten wir die machen oder die? Wir brauchen ein bisschen normale. Nee, ich mache erstmal High Power. 170. Was fehlt mir dann? Geschossspitzen. Wie viel Blei hast du gerade drin? Macht 6 Minuten oben drauf. So. Passt. Gut. So. Du kommst weg. Aus dem Schleim können wir noch was machen. Ah ja, richtig. Wir wollten noch nach den Pistolendingern gucken. Hat da uns da nicht einer gefehlt? Ah, ich brauche 14. Moment. Und 14 Klebeband. Ich kann ja eine Pistole zerlegen, dann kriege ich ja auch wieder so ein Teil raus. Okay, haben wir. Das heißt, wir brauchen als nächstes 14 Klebeband. Das wäre nämlich das nächste Problem. Wir haben ein paar Lappen. Wir haben ein paar Kleber. Aber wir haben nicht genug Klebeband. Fünfer haben wir von 14. Ich brauche Lappen. Warte mal, konnte ich Lappen nicht herstellen mit Baumwolle? Hier, sowas. So, 6 Baumwolle. Macht 6er. WTF! WTF! Liegen bleiben, nicht schreien. Danke. So.
suche immer noch die Baumwolle. Ah, hier. Sehr gut. Schon wieder durstig, verdammt nochmal. Da. So. Wenn wir schon mal hier sind. Machst du denn da? Ede. Komm mal her. So. Noch irgendwo jemand? Nö. If you're still alive. Weißt du, mein Freund? Ich bin dann still alive. I will survive. So, mal schnell 1000 Bäume. Quatsch, 1000 Bäume, 1000 Holz. Daraus machen wir nämlich... Ah, nee. Erst mache ich die Klebeband. Ich brauche noch mehr, wa? We're closed, so fuck off. Ja. Ich bin voll. Da kommt. Ein paar verteidigt, den Rest schmeiß ich weg. So, reicht. Der Honig ist voll. Gut. Ach, die Kleber habe ich zu Hause gelassen. Das ist natürlich typisch. So, die sind schon 8. Dann können wir die von 8. So. Der Schleim geht erstmal hier rein. Den Kleber. Da. Viere kann ich machen. Gut. Auch noch ein paar. Müsste hier nicht noch Benzin drin sein? Nein, den habe ich abgeholt. Kleber habe ich jetzt 9. Reicht nicht. Reicht nicht, verdammt. Ich fahre noch mal los. Ich suche mal ein kleines Baumwollvorkommen. Sowas hier. Oh. Oder sowas hier. Nehmen wir die Eier auch gleich mit. So. Jetzt gucke ich nochmal auf der anderen Straßenseite. Müsste das Ding mal auftanken. Hat jemand was gesagt? Da.
Danke ist hier. Oh, warte mal. Wo ist mein Moped? Hä? Wo ist mein Moped hin da? Gut. So, und jetzt? Wo war das Fleisch hier? Danke. So. Gut. So, Band, Klebeband. Hä? Ach so. So. Zack. Zack. Da ist noch einer. Sehr gut. Da klappt doch. Wunderbar. So. Ha. Die nehmen wir auch noch mit. Eins, zwei, drei. Ja, passt doch wunderbar. Gut, ich würde sagen, wir haben eine Desert Vulture. Oh, wenn nicht noch was dazwischen kommt. Desert Vulture verschießt Magnum-Munition, wa? Okay, dann müsste ich also meine 44er zerlegen. Ich gucke, ob ich noch irgendwo eine Pistole Ersatz habe, die ich zerpflücken kann. Ja, du hast nicht genug Ausdauer, wir wissen es. Es ist anstrengend, Baumwolle zu pflücken. So. Stofffetzen. Danke. So. Gut. Elf Klebeband. Wunderbar. Und hahaha, der baut ja hier noch eine Menge. So. Weißt du was? Hör mal auf. Mach mir mal bitte zuerst das Klebeband. Und ja. 11. So. Vulture. Wir brauchen. Oh, 110 Stahl. Oh. Ein Stahl haben wir noch. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Ach, Lehm brauchen wir.
Eisen haben wir genug. Okay. So. Dann. Brauchen wir 27 Federn. Haben wir. Und 14 Pistolen. Hat er gerade was gehört? Nö. So. 14. Das heißt, kann zu Eisen zerlegt werden. Nein. Ja, kann ich zerlegen. Die brauche ich ja nicht mehr. Aber ich suche eine Ersatzpistole. Ob ich jetzt drüben im Bunker eine habe, weiß ich nicht. Ach, da muss ich eine. Da muss ich doch meine 44er zerlegen. Weil die beim Pistolen würde ich gerne aufheben. Dass ich zwei davon habe. Weil ich jetzt eine zerlege, habe ich nur noch eine. Ja, gut. So. Läuft. Kriegen wir hin. So, Klebeband bist du durch. Dann würde ich gerne ein paar Stoffe fetzen. Danke. Jetzt kommt nicht zufällig ein Zombie vorbei, der eine Pistole in der Tasche hat. Mal da, in dem Auto liegt eine Pistole. Schade. Versuch was wert. Bloß Problem ist, hier liegt ein Zombie um die Ecke. Oh, oder auch nicht. Messing! Das können wir einmal gebrauchen. Ach, warte, das war das Haus. Messing nehme ich mit. Aber ich will jetzt nicht nachts hier alle aufwecken. Ach, hier ist alles leer. Dachte, Zeug spawnt mal nach. Na gut. Schade. Dachte, könnte mich jetzt einfach mal ganz feil am Loot bedienen. Danke. Apropos. Wir hatten noch gesagt, dass ich das Moped nachladen will. So.
Eine Batteriebank. So, die Batteriebank kann auch rüber, wa? Ja. Ups. Häuschen. Nicht so. Munition, aber keine Waffe. Ein Buch. Aber keine Waffe. Und die da oben, die will ich jetzt nicht weg. Na gut. Fahren wir wieder nach Hause. Versuch war's wert. Hier schon reingeguckt, ja. Aber in den noch nicht. Ich dachte, das sind Amerikaner, die haben doch immer eine Waffe unterm. Na toll. Toll. Lohnt sich ja. So, ab nach Hause. Na gut. Da muss ich die 44er zerlegen. Hoffentlich ist es die Vulture wert. Das geht hier rein. Halt. Das geht hier rein. Das geht hier rein. So. Du Stahl. Danke. Die Sämereien kann ich gleich hier oben abliefern. So. Die sind doch nicht gar, wa? Nö. Okay. Dann ein paar Baumaterialien. Okay. Ich werde noch zusätzliche Lappen und Klebeband herstellen für Reparaturkits. Ich brauche 110. Ja, läuft. Okay. Dann. Du. Abschließen. Kann zu Handfeuerwaffenteilen zerlegt werden. Danke. Zack. Oh, er zeigt 16. Okay. So, was machst du jetzt? Vier Stück noch. So. Drei noch.
zwei noch. Oh, und ich habe kein Eisen mehr. Und einer noch. So. Desert Vulture. Fünfundzwanzig Minuten. Ach du Scheibenkleister. Ach du Scheibenkleister, da wird ihr erst kurz vor der Hordenacht fertig. Na gut. Du baust es aber, ja. Nein! Hab jetzt gemacht. Du baust sie aber, ich wollte nur gucken. Stufe 2, okay. Minuten, ey. Ah, hier ist unser Motor. Warte mal, wir nehmen lieber einen von hier drüben mit. Ich nehme noch einen zusätzlichen Motor mit rüber. So. Klebeband und ein paar Eisen. Da. Sind Reparaturkits. Alles klar. Das Ding geht wieder auf die Vulture rauf. Das hier ist ein Samen. Der geht oben. Oben rauf. So, Baumaterialien. Rad. Fünf Räder haben wir jetzt schon. Die Minen nehmen wir mit. Den Hammer nehmen wir mit. Das Ding nehmen wir mit. Eisen nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Okay. Dann hole ich mal noch den Schrott hier raus. Aha. So, was nehmen wir noch mit? Ich muss jetzt mal Platz schaffen. Ja, wobei, jetzt können wir doch alle drin lassen. Das müssen wir doch eh mit rübernehmen. So, dann kannst du den auch gleich haben. Und die Tank. Batteriebank? Ich glaube, die lasse ich hier. Vielleicht baue ich mir hier auch mal so provisorisch was auf. Was bist du denn? Ach so. Du bist das Zeug. Dann baue ich mir hier die Batteriebank auf. Mit ein bisschen Strom drumherum ums Haus. Und dann mal schauen. Fünf Eier. Okay. Könnte man wieder durchgraben. Guck mal, wir haben viel zu viel davon. Zwanzig Minuten, ja, von mir aus. So. Okay. Dann verkaufe ich mal schnell das Zeug hier. Die Vulture braucht noch bis morgen. Ach ja, richtig. Das nehmen wir alles mit rüber. Warte mal, die Armbrust behalte ich mal, falls mir jemand komisch kommt. So. Restliche Holz. Wie viele Stachelfallen hatten wir jetzt hier?
7. Okay. Dann baue ich noch ein paar Stachelfallen. Wie lange ist er damit beschäftigt? 4 Minuten. Dann können wir nämlich morgen vor der Hordenacht. Ja toll, jetzt brauche ich wieder Holz. Noch ein paar Fallen verteilen. So, was habe ich jetzt? 300 Holz. Das reicht erstmal. Dann bauen wir uns noch 2, 3 Blöcke. Wollen wir noch ein bisschen was verstärken. Und dann sind alle glücklich. So. Okay. Jetzt verkaufen wir das noch, damit wir das nicht vergessen und wieder 3 Tage mit uns rumschleppen. Und dann ist Feierabend. Moin! Diesmal ohne 44. If you break it, you take a look at the shit I got, but don't expect me to cook it for you. So, aufhören wird eh erst an Tag 64. Okay. Oh, Handfeuerwaffenteile hat er sogar. Hätte ich sie kaufen können. Solarzelle. In einem Solarpark. Moment. Ich muss in einem Solarpanel noch zusätzlich Solarzellen einbauen? Okay. 43.000 willst du dafür haben? Hast du eine Macke? Was sind denn das für Preise? Wasserfilter, 7.500. Könnte ich eigentlich auch machen. Spart mir mal das Abkochen. Na gut. Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip me. Klappe. Ich lasse die Tür offen. Möglichen Zombie fressen. So. So, jetzt haben wir noch 3 Kleber. Wir haben noch eigentlich viel zu viel Wasser, oder? Oder auch nicht? Doch, da. Was ist der Unterschied? Aus 4 Knochen und ein. Ach so, Super Maiskolben. Also aus 4 Knochen und ein Wasser mache ich 1 Kleber. Dauert jetzt 4 Minuten. Gut. Dann werde ich noch ein paar Klebeband herstellen. Kann man immer gebrauchen. So. Klebeband. Genau, daraus kann ich nämlich Sprengstoff herstellen. Sprengfall vielleicht. Mal gucken. So, du drehst noch. Warum machst du nichts? Weil wir kein Messing mehr haben. Du kochst noch.
Koch doch ein bisschen länger. Gut. Hier haben wir auch kein Messer mehr. Okay. Messing. Kann ich davon noch ein paar Hülsen machen? Nein, weil wir auch hier kein Leben mehr haben. So. Okay. Ach so, du produzierst die Vulture. Noch 15 Minuten. Du produzierst meine Munition noch 7 Minuten. Und ich passe jetzt hier oben auf bis morgen. Jetzt ist nämlich schon 8 Uhr. Morgen ist heute Nacht. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.